16 Bars TV, heute mit Nate57 und Visavi und wir haben uns ein Boot gemietet. Ja. Es ist so schön. Sehr schön, ich mag das hier. Wir haben, das Wetter, wir haben perfektes Wetter. Jetzt muss man natürlich erstmal wieder erklären für die Menschen, die sich jetzt fragen, warum gehen die Boot fahren, die Schweine. Das hat natürlich was mit deinem Albumtitel zu tun. Genau, genau. Wer sein Album Land in Sicht nennt, der braucht sich nicht wundern, dass man dann Boot fahren geht. Das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht, als du den Titel ausgesucht hast, ne? Ja. Und Bootfahren liegt ja auch nah bei uns. Guck mal, da schwimmt ein Rettungsring hinter uns. Alter. Nicht, dass jemand ertrunken ist. Ah, Wassersportausbildung. Die Profi, die ganze Profi. Ja, ja. Ich bin ja auch richtig multitaskingfähig. Ich lenke nebenbei und halte das Mikrofon und stelle dir gleich hoffentlich qualifizierte Fragen. Kannst du auch Boot fahren oder bist du schon mal selbst Boot gefahren? Nur Tretboot. Selbst. Noch nie mit so einem Motorboot gefahren? Nein, nein, nicht. Dann freut mich das. Also ich mache das, also immer wenn ich meine halbe Stunde Freizeit habe, gehe ich Boot fahren. Ernsthaft. Bockt echt. Ja. Cooles Hobby. Hast du ein anderes Hobby, was du lieber machst? Ich habe dir schon gesagt, für mich gibt es nichts Schöneres auf der Welt, als Boot zu fahren. Ich glaube, es ist jetzt ein neues Hobby von mir. Ich glaube, ich werde das jetzt auch machen. Musst du immer, also in Hamburg kann man ja auch gut Boot fahren. Ja, ja, gibt es mehrere Plätze. Und vor allem ist das ein führerscheinfreies Motorboot. Ja? Ja, das heißt, man kann ohne Führerschein sich das ausleihen. Jetzt fahren wir natürlich noch ganz langsam, aber wir können nachher auch ein bisschen heizen. Cool. Wir beide haben uns ja das letzte Mal auf dem Splash gesehen. Wie ist es dir seitdem ergangen? Was ist so passiert? Hab die ganze Zeit am Album gearbeitet. So. Und vorgestern haben wir die Masters abgegeben. Stein vom Herzen gefallen auf jeden Fall. Gab es Probleme bei der Produktion oder gab es irgendwelche Zwischenfälle? Ja, Mischprozess. So mehrere Zwischenfälle. Auch jetzt kurz davor noch haben wir auf jeden Fall gut Kopfschmerzen noch gehabt. Aber es hat noch geklappt. Und auch noch das Feature, was wir noch drauf haben wollten, auch noch geklappt. Über das du reden darfst? Oder? Ja, kann ich. Rata ist jetzt auch drauf. So in der Premium-Edition. Rata hast du ja auch gefeatured auf seinem letzten Album. Ja, genau. Das heißt, da ist mittlerweile schon einfach eine Feature-Freundschaft entstanden. Ja, kann man so sagen. Ne? Er hat mich auf sein Album genommen, ich nehme ihn auf mein Album. Und das war wahrscheinlich dann auch nicht das Einfachste, da einen Part von ihm zu bekommen, oder? Den Part hatte ich schon derbe früh, nur es war das Problem, den Beat die ganze Zeit zu finden. Wir hatten vier verschiedene Versionen von dem Beat und haben alle irgendwie nicht gefunzt. So, und wir hatten einen Videomacher aus Freiburg da, der hat auch das Video Alte Zeit gedreht, Escape heißt er. Und der hatte... selbst auch Rapper und er hatte einen Beat dann einfach so angemacht und ich bin voll darauf geflasht. Und ich so, ey, was ist das für eine Geschwindigkeit? Meint er 95. Ich so, oh, genau das Ding für Rata 96. Und da hat er mir den Kontakt zu dem Produzenten, der den Beat gemacht hat, klar gemacht und der hat uns dann die Spuren geschickt und wir das dann noch fertig machen können. Auch mit der Hook und so. Die Hook ist auch ganz spät erst entstanden. Abdel singt die Hook wieder und so. Den hast du ja auch mehrfach gefeatured auf dem Album. Genau, genau. Zweimal habe ich ihn drauf. Dein neuer Lieblingssänger quasi. Unter anderem. Also wir haben auch noch Mr. Landy auf meinem Album, auch zwei Lieder, der singt auch. Und zwei Lieblingssänger habe ich sozusagen. Und sind auch komplett unterschiedlich in deren Stilrichtung. Das finde ich geil. So. Und sehr talentiert. So. Ich habe mich auf jeden Fall bin in die Luft gesprungen, als ich die gefunden habe, die beiden Jungs. Ist es okay für dich, wenn ich ein bisschen mehr Gas gebe? Ja, alright. Mal gucken, ob das mit dem Ton haut, da sagt uns Justin gleich mal Bescheid. Aber so ein bisschen schneller können wir ja ruhig. So. Wenn du auch mal lenken willst nebenbei, ne? Also, wir müssen immer aufpassen, dass wir rechts sind. Also nicht in der Fahrmitte und alle anderen haben Vorfahrt, außer wir. Das ist auch so eine Regel, die man sich merken sollte. Okay. So, und ich setze mir mal eine Brille auf. Nochmal zurückzukommen zum Splash. Ich hatte das Gefühl, was euch da auf jeden Fall am meisten gefreut hat oder über wen ihr euch am meisten gefreut habt, war der Waka Flocka. Ihr habt auch ein Foto mit ihm gemacht. Warte, wir müssen ein bisschen links. Habt ihr euch auch diesen legendären Auftritt angeguckt, wo er den halben Backstage mit auf die Bühne geholt hat? Oder wart ihr sogar auch Teil des Mobs auf der Bühne? Ganz am Ende, beim letzten Lied waren wir, also bin ich und Telly noch raufgekommen, weil wir hatten davor ein Interview noch mit Falk, für einen Radiosender war das für uns, bei uns da. Und ja, wir waren halt die ganze Zeit im Interview schon voll heiß auf den Auftritt. Er war halt die ganze Zeit schon drauf, sind zur Bühne gegangen und dann das letzte Lied konnten wir noch mitbekommen. Wir dachten auch, das wäre länger. Er hat ja nur 20 Minuten oder 30 Minuten aufgetreten. Er ist ja dann auch einfach runtergegangen. Ja, genau. Und dafür hat der andere einfach halb nackt getanzt. Ja, der DJ von ihm. War das auch schon so ein Highlight für dich auf dem Splash? Ja, auf jeden Fall. Wir sind deshalb auch bis Sonntag geblieben. So. Das war auf jeden Fall cool. Haben danach auch ein, zwei Sportzigaretten geraucht mit ihnen und so.
haben ein bisschen von unserer Weed hingegeben. Apropos Sportzigarette, du wolltest auch, ne? Ja, soll ich? Wenn ja. du magst, ich kann auch wieder lenken. Ja, ein bisschen windig, der Wind raucht halt mit. Also wenn ich Sportzigaretten rauchen würde, dann würde ich auch auf dem Boot eine Sportzigarette rauchen. Das Problem ist nur, danach darfst du dann nicht mehr lenken, weil dann haben wir offiziell eine Straftat begangen. Deswegen muss ich das dann ab jetzt, aber das ist kein Problem. Legal. Ja, man darf halt natürlich auch am führerscheinfreien Motorboot weder trinken noch kiffen noch sonstige Sachen. Aber ich bin clean, bei mir ist alles gut. Außer ich krieg gleich wieder, stimmt, auf die guten alten Zeiten, ne, so ein bisschen passiv fett werden im Nate-Interview. Nein, hier ist ja gut Wind. Da werde ich bis heute immer noch drauf angesprochen. Echt? Dass Leute mich auslachen dafür, dass ich auf einmal auch stoned war. Auf dem Splash, ich bin da anfällig, auf dem Splash haben wir ja schon mal so ein bisschen über das Album gesprochen und vor allem aber auch über den Track Immigranten. Mittlerweile sind schon zwei weitere Songs veröffentlicht worden und gerade lass uns über einen besonders sprechen, Alte Zeit. Wenn man sich den Track so anhört, dann könnte man denken, dass du eine ganz unbeschwerte, schöne Kindheit hattest. Ist dem so oder hast du dort nur die schönen Seiten eben reflektiert? Ich habe versucht, die schönen Seiten zu reflektieren, also daran, wo ich mich positiv dran erinnere. Man hat gleichzeitig das Gefühl, dass du als Kind eventuell so ein bisschen so ein Frechdachs warst, der auch gerne mal andere Leute geärgert hat. Wie genau kann man sich das vorstellen? Wie war der kleine Nate? Ja, so ähnlich, wie ich da erzähle. Ne? Ein kleiner Frechdachs. Was hast du so für Sachen gemacht? Verschiedenste Sachen. Also, gibt es so eine Geschichte, die man immer so erzählen kann? So eine schöne Anekdote? Nö, ich habe eigentlich... Ich bin Frechdachs daher, also so wurde mir das immer gesagt, weil ich immer bei meinem Bruder reingegangen bin und ihn und seine Freunde immer rumgenervt habe. So. Und da wurde ich halt immer Frechdachs genannt. Aber so selbst kann ich das eigentlich gar nicht einschätzen. Ich bin halt so ein bisschen Grabscher auch und ein bisschen, hey. Grabscher bei Mädels jetzt auch, oder? Nee, Grabscher bei Sachen so. Ach so, bei Sachen, ich bin so ein Grabscher gewesen. Und wie warst du in der Schule? Das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Teil in der Kindheit und Jugend eines fast jeden Menschen. Warst du ein fleißiger Schüler? Was waren deine Lieblingsfächer? Ich sehe das schon wieder kommen. In 10 Minuten fange ich wieder an zu lachen. Grundschule war Mathe meine Lieblingsfächer. Mathe mein Lieblingsfach. Danach voll abgekackt da. Geschichte. Geschichte ist so mein Lieblingsfach. Da bin ich immer aufgegangen. Und Englisch fand ich auch immer gut. Gab es Probleme in der Schule? Hast du Verweise bekommen? Hast du Stress mit Lehrern gehabt? Ja, also ich hatte auch meine Probleme da. Aber ja, ist immer so komisch. Wenn ich jetzt darüber so rede, dann viele Leute sehen mich auch als Vorbild und denken sich dann, so will ich das auch machen. Deshalb. Aber du kannst ja auch sagen, dass du das heute nicht mehr so positiv bewertest, wie du dich verhalten hast damals. Ja, aber wenn ich dir jetzt die frechen Sachen erzähle, die Leute fangen dann an zu lachen. Denken, ich mach's nach. Du möchtest ganz gerne schon heute erwachsen sein und reflektiert und ein gutes Vorbild sein, oder? Ich gebe mein Bestes, aber man kann auch nicht dem gerecht werden. Das geht ja nicht. Die haben ja. Alte Zeit ist gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen verwunderlich fast, dass du so nostalgisch zurückblickst, weil du bist ja einfach mal gerade frische 23 Jahre alt. Würdest du heute sagen, dass du dich schon diesem Jugendalter komplett entwachsen fühlst? Bist du so, dass du sagst, irgendwie ist jetzt alles, ich habe mit diesen ganzen Alltagsproblemen zu kämpfen, ich bin jetzt irgendwie, eigentlich bin ich schon erwachsen und die Kindheit liegt wirklich ganz, ganz weit weg von dir? Ich bin junge 23 noch, so ist das nicht. Ich rede da ja auch von meiner frühen Kindheit, also meiner ganz kleinen Phase, vor 14, 15 Jahre, also 15 ist da schon das Älteste, was da noch einfließt in dem Text. Ich rede da von der stressfreien Zeit, wo du dir noch nicht Gedanken wirklich um die Zukunft machst. Einfach rumläufst in deiner Gegend. Ich hatte halt nur meinen 1 Quadratkilometer Radius und mehr habe ich nicht gekannt, so bis 10. Kam ich auf eine andere Schule. So, ja. Welche Probleme sind es denn heute, die dich am meisten ärgern daran, dass man eben nicht mehr 6 ist, 10 ist oder was auch immer? Ja, man ist halt, die Grundstimmung ist halt nicht mehr so gut drauf, ne? Nicht mehr so gut gelaunt, so wie damals. Man ist halt öfters schlecht drauf. Aber machst du trotzdem noch manchmal Sachen, die dich an deine Kindheit erinnern? Gehst du manchmal schaukeln oder Eis essen oder so sagen? Ne, also jetzt nicht, um die Kindheit wieder aufzufrischen. Aber sowas finde ich schön. So. Ja,
das ist wie Urlaub und Kindheit und Weihnachten auf einmal, finde ich. Genau. Das ist wunderschön. Wir fahren übrigens gleich an der Altstadt von Köpenick vorbei. Warst du schon mal in Köpenick? Nee. Das ist eine sehr, sehr schöne Gegend in Berlin. Ich möchte da nicht wohnen, weil es da sehr langweilig ist, aber musst du gleich mal ein bisschen nach links und nach rechts gucken, das ist wirklich schön. Ähnlich wie Alster bei uns. Oder Hafen City. Ah, doch, doch, doch. Ich sehe schon, die Gebäude sind... Das hier, das sind so die Neubauten, aber gleich kommt eine wirklich schöne Altstadt. Und hier auch so die kleinen Gartenläubchen links und rechts. Korrekt. Es gab noch einen anderen Song, den du veröffentlicht hast, einen Free Track, eben auch mit Abdel zusammen. Elegant, ein Song über eine Frau. Wie schwer oder leicht ist es, einen Song über die perfekte, elegante Frau zu schreiben? Eigentlich nicht so schwer, weil jeder hat da, glaube ich, seine Vorstellung. Und ich habe die einfließen lassen da. Aber das beschreibt jetzt auch nicht meine perfekte Traumfrau, sondern einfach eine elegante Frau, wie nach den Vorstellungen, wie ich das meine. Und du kannst ja auch nicht in den Track alles einfließen lassen, dein komplettes. Also so, dafür ist der Track zu kurz. Aber es ist ja, glaube ich, schon manchmal schwierig, so gerade für Rapper solche Themen anzufassen, egal ob das Frauen oder Liebe oder so sind. Das, sowas kann ja manchmal so ein bisschen in eine komische Richtung abrutschen. Kommt auf die Typen, glaube ich, drauf an, ne? Was für einen Geschmack die haben oder was sie für eine Gefühle pflegen und hegen gegenüber den anderen Geschlecht. Hörst du dir denn selbst Songs an, die sich um Frauen und Liebe und Sex, keine Ahnung, drehen? Also gerade wenn es so in die R&B-Soul-Richtung geht, wird sowas ja oft thematisiert? Ja, ich höre gerne New Jack Swing. So, und da gibt es auch einen Track auf meinem Album, wo ich selbst singe, New Jack Swing-mäßig. Ja. Kannst du eine Kostprobe von deinem Gesang mal geben? Nein, ich habe auch überlegt, wenn ich das Ding, also mein Bruder meint, das ist ein Hit, aber live, ich weiß nicht, ob ich den live durchziehen könnte. Das heißt, ganz viel Autotune drüber, oder? Nee, richtig gesungen. War das eine Überwindung für dich? Nee, weil ich habe den Text geschrieben und ich wollte das eigentlich jemand anders singen lassen und habe es dann als Probeaufnahme bei mir aufgenommen. Das haben die Jungs dann gehört und ja, dann war halt so die Frage, ja, wen lassen wir darauf singen oder wie wollen wir das machen? Und dann meinten die so, nein, Mann, lass mal den Track so. Und dann, irgendwann habe ich mich überreden lassen. So. Das kannst du dir jetzt aber auch anhören, ohne dass es dir unangenehm ist? Ja, doch, heute habe ich auf jeden Fall, eben gerade habe ich es noch gehört im Auto. Und um nochmal zurückzukommen zu eben diesem Thema. Jetzt nach dem Mischen, also vor kurzem war es noch so, dass ich es nicht drin haben wollte aufs Album. Aber jetzt ist... Das heißt, es könnte sich auch nochmal ändern? Nee, glaube ich nicht, weil mir gefällt der Track. Ich weiß, dass es Leute geben wird, die vielleicht das vor den Kopf stößen wird, so, aber die haben keinen Geschmack, meiner Meinung nach. Das heißt, es ist vielleicht auch eher ein Track für die Mädels? Ja, ist auch, ganz klar. Eine Nacht heißt das Ding. Jetzt haben wir schon angesprochen, also sowohl Alte Zeit als auch Elegant sind zwei Tracks, die im Vergleich zu deinen alten Songs und zu deinen alten Alben oder dem letzten Mixtape auch weniger hart wirken. Also es ist ja schon so, dass das alles sehr smooth und entspannt und harmlos ist im Vergleich eben zu Waffenfreie Zone oder Auf der Jagd. Zieht sich das komplett übers Album oder gibt es da auch wieder Momente, in denen du so ein bisschen mehr auf die Kacke haust? Das Zweite. Also ich mache je nach Gefühl Musik so und wenn der Beat mich in diese Emotion treibt, dann mache ich da in diese Emotion ein Lied und wenn mich der Beat in so eine Emotion treibt, mache ich in so eine Emotion. Und es sind auf jeden Fall sogar eher überwiegend auf die Kacke hau Beats und Emotionen auf mein Album sogar drauf. Ja. Es war dir auch wichtig, dass es da einen guten Ausgleich gibt? Ja, ich mache einfach, die Beats gefallen mir halt, ne? Also diese Art von Beats gefallen mir und dann mache ich einfach die Musik, die ich drauf Bock habe. Und wir haben auch, es gibt ganz viele andere Lieder noch, die wir nicht gepickt haben fürs Album. Und da müssen wir halt gucken, wie das passt, so im Zusammenhang. Das soll ja auch einen roten Faden haben. Voll schön hier, Alter. Das ist wunderschön. Guck mal, da spielen Leute Volleyball mit Killer. Wasser. Killer. Sowieso, Berlin, ich mag das eh hier. Die Leute musizieren draußen Musik und so. Machen die das in Hamburg Bands nicht? Nee, nicht so stark. Gar keinen Fall. Also es gibt ein paar Musiker schon draußen, aber nicht so in der Menge. So alle 10 Meter siehst du da irgendeine Gruppe live mit Boxen. Und stellst du dich dann auch mal daneben und cypherst mit? Ja, wenn der Beat stimmt, warum nicht? Das waren jetzt so rockige Enten. Sachen, aber selbst so eine Sache finde ich gut.
Das ist auch krass, ne? Da musst du schon ordentlich Muckis für haben, was die da machen. Ja, habe ich auch letztens auf der Alster so eine Gruppe davor gesehen mit so einem Langkanu. Habe ich mir auch mal. Das bringt aber Spaß. Ist ja richtig, ich weiß nicht, wie viel Kilometer pro Sekunde. Aber ist Bock. Ich wollte eigentlich mit dir, was ich noch ein bisschen schöner finde, nach Neu-Venedig fahren. Mhm. Das ist so ein kleines Kanalsystem in der Nähe vom Müggelsee, aber da hätten wir jetzt zu lange hingebraucht. Aber das kann ich dir nur empfehlen, wenn du mal wieder in Berlin bist, dir ein Motorboot ausleihst, dann fahr unbedingt nach Neu-Venedig. Das ist wunderschön. Merke ich mir, ich werde das echt auch öfters machen. Nicht nebenbei noch anzünden. wir haben ja schon ganz kurz über deine Vorbildfunktion gesprochen und auch auf dem Splash haben wir das so ein bisschen thematisiert. Und ich glaube, du hast auch gesagt, dass du eben beispielsweise bei Auf der Jagd noch nicht so sehr darauf Acht gegeben hast, dass die Dinge, die du sagst, eventuell auch von jungen Menschen übernommen werden und dass sie einfach versuchen, das eben umzusetzen, was du da teilweise so erzählt hast. Gab es da konkrete Beispiele für, dass Fans zu dir gekommen sind und gesagt haben, ey, du hast in Song XY das und das gesagt und ich habe deswegen das und das gemacht oder gedacht? Ich sehe das unmittelbar bei mir so, die Leute. Ich sehe das anhand den Kommentaren. Ich höre das anhand der Musik, die von den Jungs kommt, weil die viele von denen rappen ja auch mittlerweile. Was siehst du da so und was schockiert dich? Also welche Sachen haben dich da vielleicht dann auch dazu gebracht, heute eben andere Musik zu machen? So andere Musik mache ich gar nicht. Es ist einfach so, dass ich mit meiner Art und Weise, wie ich über die Sachen rede, so ich versuche immer Risiken und Nebenwirkungen aufzuzeigen. So. Also die Musik ist natürlich dieselbe, aber du hast ja auch gesagt, du willst halt niemanden mehr auf einen Hassfilm schicken. Und im Ansatz hast du darauf eben in vergangenen Songs... Wenn ich halt über Risiken und Nebenwirkungen und über Ursachen dann rede und Erklärungen, also ich versuche das ja ein bisschen zu erklären, woran es liegt und so. Und dann ist das für viele Leute dann auch eine Legitimation dann, ja... Dann kann ich mich so dann erst recht so fühlen und so. Weißt du, man soll auf jeden Fall immer anhalten, sagt er. Wie weit hat er denn? Wie weit hat er denn seine scheiß Angel geworfen? Das kann er ja nicht machen. Hat mir gerade den Kindern fast die Angel weggehauen. Nee, warte, worauf wollte ich hinaus? Es geht darum, dass. Nee, es ist nicht mal diese Lieder, meine ich. Weil die sollen ja, die Risiken und Nebenwirkungen Lieder sollen ja eigentlich sagen, ey, ist gefährlich, pass auf, was du da machst, weil das und das kann passieren. Ich meine eigentlich so eher die Lieder, wo ich einfach drüber erzähle, was wir so machen. Warte, du musst ganz kurz mal entscheiden, ob wir nach links oder nach rechts fahren. Was sagst du denn? Ich glaube, wir müssen nach rechts. Rechts? Ja, rechts ist... Oder? Du bist aus Berlin. Ja, ich weiß nicht. Ich fahre sonst immer von der anderen Seite. da ist auf jeden Fall Köpenick-Altstadt schon mal hinter uns. Kirche und so. Ja, wir fahren einfach mal hier lang. Mal gucken. So, ich habe dich abgelenkt. Ja. Und die Angelkinder haben uns abgelenkt. Genau, da sind eigentlich eher die Lieder gemeint, wo ich über einen Alltag erzähle, ohne wirklich drüber nachzudenken, hören das jetzt auch kleinere Jungs. So. Und es gibt halt Lieder auch, wo ich mir denke, okay, es wäre cool, wenn die Jungs auch mal hören, dass sowas und das dabei rauskommt. Wie war das denn bei dir? Du hast ja, glaube ich, auch schon als relativ kleiner Junge teilweise relativ harte Musik gehört. Was hat das in dir bewirkt? Es hat mich einerseits aufgebaut, so. Es hat mir gesagt, ey, es gibt auch genau solche Typen, die das genauso sehen und genauso fühlen wie ich. So. Aber es hat andererseits auch negative Emotionen in mir verstärkt und auch gebrauchsanweisungsmäßig Sachen mir erklärt, die vielleicht, wo mein Bruder mir versucht hat, dass ich das nicht so checke. Weißt du? Da habe ich das dann über die Musik. Ah, okay. Was glaubst du, was du für ein Mensch geworden wärst, wenn du beispielsweise Rockmusik gehört hättest? Ich glaube, man hört die Musik, wie man sich fühlt und ich glaube, ich fühle mich nicht so rockig, deshalb, obwohl es auch Rock-Elemente in mir drin sind, so, also Body Count und so eine Sachen, hat mein Vater sehr viel gehört früher und auch Rage Against the Machine und so eine Sachen, aber ja, würde ich mich, weiß ich nicht, Rock ist ja auch eine ziemliche emotionsgeladene Musik, aber die ist nicht so beschreibend, ist nicht so, ist eher fiktiv manchmal, ich habe da wenig echte Emotionen hinter, eher so eine verzweifelte, ich schreie mir meinen Frust einfach raus. Nicht so eine... Hip-Hop ist ja viel mehr Dichtung, ist ja viel mehr Inhalt drin.
und man versteht mehr. Was glaubst du, was haben Menschen für Emotionen, wenn sie Land in Sicht hören? Weiß ich nicht, unterschiedliche. Ich glaube, dass Immigranten, dadurch, dass das Immigranten-Ding so früh rausgehauen hat, haben die, glaube ich, einen komischen Eindruck von dem Titel bekommen. So, es soll bedeuten, Land in Sicht. Verschiedenste, also Metaphern heißt das. Es soll einerseits heißen, ich habe Land in Sicht, also ich habe mir die ganze Zeit, ist der Reichtum bei mir vor Augen und ich sehe die ganze Zeit, es kann einem gut gehen und es gibt solche Länder, so ist es schön eigentlich, du kannst dein Leben schön führen, aber du bist noch nicht wirklich da. So. Und das bedeutet das einmal, dann bedeutet es Land in Sicht, ja. Das ist schwierig. Ich habe da echt so viele... Du brauchst gar nicht unbedingt so den Albumtitel zu zerreden, sondern eher, was glaubst du, wenn eben deine Fans sich das Album anhören, weil du ja auch gerade darüber geredet hast, welche Emotionen, welche Musik bei dir auslösen. Was glaubst du, was hinterlässt das am Ende für einen Eindruck? Mit was für einem Gefühl Hoffnung. Sitzt man da? Hoffentlich Hoffnung. So, die Leute sollen auf eine richtige, auf eine gute Sache hinarbeiten und nicht auf irgendwie soziale Akzeptanz oder Bitches, Money und so. Sollen auf was Positives hinzuarbeiten, egal was sie tun. Lass uns noch mal kurz zurückkommen zu deiner Vergangenheit bzw. deinen Wurzeln. Du bist zwar in Deutschland geboren, aber du hast angolische Wurzeln. Angolische. Ist sie jetzt wirklich schon... Bist du aus Mongolei oder was? Du hast angolanische Wurzeln. Gerade die Hauptstadt Angolas ist ja bekannt dafür, dass es da so einen unfassbaren Ölboom gerade gibt. Und das gut, dass du mich darauf ansprichst. Das war es nämlich auch. Die oberen 10.000 haben auch die ganze Zeit Land in sich. Denen geht es eigentlich auch nur um Boden, um Grenzen. Das war nämlich auch ein Ding. Obwohl das ja dann eher im negativen Sinne Land in Sicht ist. Auf jeden Fall. Die wollen halt das Land besitzen und nicht einfach nur drauf friedlich leben. Du thematisierst ja auch in dem Song Schwarzes Gold dieses Ölthema. Welchen Bezug hast du zu Angola? Warst du selbst schon mal da? Möchtest du gerne mal hin? Ich möchte gerne hin, war aber bis jetzt noch nicht da, weil meine ganze Familie, also meine angolanische Familie wohnt zurzeit in Portugal und das ist deshalb meine zweite Heimat sozusagen. Da war ich halt immer bei meiner Familie. Aber ich würde gerne nach Angola so. Wenn mein Vater darüber anfängt zu reden, ich habe versucht halt ein bisschen was von ihm auch rauszubekommen. Er wird dann sehr emotional, so ist auch schon passiert, dass er einfach angefangen hat zu weinen, auf einmal. So, weil da sind Sachen passiert und auch immer noch, so, das ist echt Elend da. So die Was passieren da für Sachen für die Menschen, die sich damit nicht auseinandersetzen? Es ist, Luanda ist zum Beispiel die teuerste Stadt auf der ganzen Welt, so ist nirgendwo, kostet eine Cola, ist da teurer oder irgendwas Normales zu essen, so wegen dem Ölboom. Und davon profitieren halt nur ein kleiner Teil. So, und der Rest ist komplett am Arsch. Wenn du dir da die Slums ansiehst, ist kein Spaß mehr. Alle auf Drogen, schon in den 70ern haben die das mit jeglichen, allen Drogen, die es damals gab, überschwemmt, so auf labormäßig. Die haben da getestet, was das so aus den Menschen macht. So, ja, und jetzt sieht man langsam die Resultate. Und da kommt auch immer mehr Musik von diesen Leuten und so. Und das macht, dass man da endlich mal Aufmerksamkeit in die Richtung, auch andere Leute. Es sind viele Reiche aus dem Westlichen, also auch aus Europa und so, feiern diese Musik und dadurch kriegen sie einen Einblick in diese Welt. Das heißt in gewisser Weise vielleicht sowas wie ein kleiner Befreiungsschlag im Anmarsch? Hoffentlich. Aber es ist schwierig, ne? Die haben halt uns festgemacht jetzt mit dem Öl. Die Chinesen kommen jetzt auch. Die haben eine kleine Stadt neben Luanda jetzt gebaut. Alle sind derbe dankbar. Ey, cool, Chinesen. Aber die wollen halt auch irgendwas davon, dafür haben. So. Ja. Ich weiß nicht, wie das aufhören kann. So, ich glaube, das Geldsystem muss gecrashed werden. Dann haben die alle gar keine... Jeder, der da Macht hat, hat auf einmal gar keine mehr. Weil mit Geld konnte er seine ganzen Arbeiter bezahlen. Wenn das Geld auf einmal nichts mehr wert ist, dann geht es auf einmal um andere Sachen. So, und ich glaube, wir können uns reorganisieren. Das wird jetzt nicht so anarchiemäßig. Es wird vielleicht für einen Monat so sein, aber wir werden danach, glaube ich, uns aufbauen können. Wir haben genug schlaue Köpfe. Du reflektierst ja auch immer gerne und oft die Zustände, die in Deutschland herrschen. Wenn du das jetzt mal gegenüberstellst, was da zum Beispiel in Luanda passiert oder das, was in Berlin hier und da oder generell in Deutschland passiert, siehst du es dann nicht vielleicht auch manchmal so, dass die Probleme, die wir vermeintlich haben, gar nicht so groß sind? Doch, weil das Geldsystem ist ja hier. Wir werden ja komplett
wir kriegen ja die Gehirnwäsche vollkommen rein, dass es alles normal ist und gerecht ist, so dass manche was haben und manche nicht. Und jeder muss hart arbeiten für seine Sache, dann kriegt er auch schon seinen Teil vom Kuchen. Aber so ist das nicht. Es ist immer noch elterngebunden, wie du hier in Deutschland deine Karriere machst. Also was deine soziale Herkunft hat viel damit zu tun, was du wirst im Endeffekt. Und man kann sich nicht aus diesem Kreislauf befreien. Es ist schwierig. Deutschland ist das schwierigste Land, von Unterschicht auf Oberschicht aufzusteigen. Das habe ich auch letztens im Buch gelesen. Aufstand der Unterschicht heißt das. Das habe ich auch gelesen. Ja, ist noch nicht fertig, bin ich. Ich bin da bis zur Hälfte. Aber da wird das cool mit Zahlen so nochmal gezeigt, dass es eigentlich derbe die Verarsche ist, wie das hier uns in den Schulen und so beigebracht wird. Ja, die These dieses Buches ist ja eigentlich am Ende schlimmer und traurigerweise, dass man eben einmal Unterschicht, immer Unterschicht, so nach dem Motto. Ja, das kann doch nicht so sein. Und die Unterschicht wächst die ganze Zeit. Und irgendwann wird es einen Crash geben. Die Leute müssen nur aufwachen hier. Und Deutschland ist halt sehr ein offenes Land und hier ist Meinungsfreiheit und wir können uns derbe gut Wissen aneignen und so. Da bin ich auch derbe dankbar für und das sollte man auch schätzen so. Aber das sind halt auch immer die Argumente, die gesagt werden dafür, dass es hier ja eigentlich alles cool ist und uns geht's doch gut, die Straßen sind sauber und bla bla und bli. Die Menschen geht's trotzdem schlecht so. Wir verdienen vielleicht mehr, aber die Sachen sind auch teurer hier. Wir fressen Scheiße, wir werden psychisch und physisch krank hier in diesem Land. Das kann ja nicht weitergehen so, weißt du? Was kann man dagegen tun? Wirst du wählen gehen? Bringt das überhaupt was? Nee. Außer doch die Partei. Martin Sonneborn an die Macht. Das ist mein Mann. Wirklich? Ich schwör's, ich würde auch für den Wahlkampfkampagne machen und so. Weil du ihn witzig findest oder weil du auch findest, dass er gute... Er nimmt alles hoch. Er zeigt, mit was für Mitteln sie uns die ganze Zeit verarschen. So, und ich finde das gut. Also auch seine politischen Ansichten teilst du und vertrittst du? Auf jeden Fall. Dann lass uns noch über jemanden sprechen, den ich vor ein paar Tagen interviewt habe, nämlich Serdar Somuncu. Und ich habe mich dann zurückerinnert, als wir bei dem Wachsfigurenkabinett waren vor einigen Jahren, da hast du Serdar Somuncu sehr gelobt. Ein bisschen später habe ich mit Serdar Somuncu Rap-Videos angeguckt. Und er hat ja, muss man auch fairerweise dazu sagen, sehr spontan und unüberlegt teilweise so Videos bewertet. Hast du das gesehen? Ja. Er war ja so auf den ersten Blick nicht ganz so begeistert von dem Video zu Auf der Jagd. Ja. Was hast du gedacht, als du das gesehen hast und feierst du ihn trotzdem noch oder warst du auch ein bisschen böse? Ich war am Anfang auf jeden Fall ein bisschen böse, so, aber dann habe ich es reflektierter gesehen ein bisschen. Es ist halt ein Mensch, der nicht so viel mit Hip-Hop zu tun hatte, so in seiner Jugend, in seiner Kindheit, das merkt man. Und, ja, und, aber er feiert ja eigentlich Hip-Hop. Und er ist der Hassprediger, deshalb kein Wunder, dass da so eine Sache wieder rauskommt. Aber er hat sich tollerweise jetzt ein bisschen intensiver mit Rap beschäftigt. Also ich glaube, dass er sich... Gesehen. Im Nachhinein hat er auf Gefällt mir gedrückt von meiner Seite. Also er ist ein Unterstützer. Also deshalb Grüße an Serdar Somuncu. Das heißt, auch da sind quasi eigentlich dann am Ende doch Connections entstanden. Jetzt verfolgt er dich und mag dich. Und ja, finde ich cool. Du hattest ja in der Vergangenheit immer mal so ein bisschen gesundheitliche Probleme, die dich leider davon abgehalten haben, auf Tour zu gehen. Jetzt wurde für Ende des Jahres eine Tour angekündigt. Bist du mittlerweile so fit und ist das mit deinem Rücken und so alles soweit okay, dass du glaubst, dass du eine komplette Tour durchhalten wirst? Ja, weil wir auch die Dates so gesetzt haben, dass ich höchstens 3 hintereinander mache, so von Tagen her und dann immer 3-4 Tage Pause. Und so, ja. Das traust du dir auch zu oder hat man da im Hinterkopf dann so ein bisschen Angst, wenn es dir doch nicht so gut geht oder? Es ist nicht mehr so schlimm. So, dadurch, dass ich jetzt wieder trainieren kann, so ist es auf jeden Fall besser geworden. Deshalb wird schon klappen, wird schon gehen. Wie sehr freust du dich auf die Bühne? Bist du jemand, der da große, dolle Aufregung verspürt und eigentlich die komplette Zeit nur damit beschäftigt ist, sich vor einem Auftritt nicht zu übergeben? Ist eigentlich nicht der Fall. Es gab schon Auftritte, wo ich mich übergeben musste, so. Aber das ist in den Anfangszeiten gewesen. Aber heutzutage ist das, ich bin eigentlich schon, ich wundere mich, warum ich so wenig aufgeregt in den letzten Auftritten war. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen, weil man sagt ja, dass man aufgeregt sein muss. Und wenn das weg ist, ist irgendwas, läuft das schief. Aber ich bin noch aufgeregt, noch kurz vorm Auftritt, so die 10 Minuten kurz davor. Ja, wenn das nicht mehr da ist, dann macht es ja wahrscheinlich auch gar keinen Spaß mehr. Nee.
Jetzt müssen wir leider langsam schon wieder umdrehen, glaube ich, die Zeit. Aber wir haben ja dann den kompletten Rückweg und gleich geben wir mal ein bisschen Gas. Lass uns doch ganz zum Schluss noch mal kurz metaphorisch auf diesen Albumtitel eingehen. Land in Sicht. Ist es denn jetzt so, dass du das Gefühl hast, dass du mit dem Album dann auch wirklich an das Ufer gerätst, an das du vielleicht die ganze Zeit wolltest, oder dauert das alles noch ein bisschen? Ich glaube, ich komme an das Ufer an, aber ich weiß nicht, wie ich mich, was da auf mich zukommt dann in dem Ufer. Gibt es nicht im Ansatz so ein bisschen Vorstellungen, was dieses Ufer, das Land für dich bereithält? Was würdest du dir denn wünschen, wenn du es dir jetzt mal backen könntest, das Ufer, an dem Nate dann ankommt? Stressfreier das Ganze, mehr Sonne. So wie hier. Genau. So. Jeden Tag Boot fahren. Aber auch vielleicht noch mehr Alben verkaufen, noch mehr Alben produzieren. Ja, das sowieso. Das ist ja auch in später Zukunft, das, was ich meine. So, jetzt wird auf jeden Fall nicht gechillt, ich mach weiter. Das werden auf jeden Fall Alben folgen. Und ja. So, dann würde ich jetzt mal sagen, wir drehen um und geben mal ein bisschen Gas, ne? Und dann verabschieden wir uns. Er ist aber auch schon das Schnellste. Ruggi zugi, alles okay. Du darfst jetzt leider nicht mehr das Lenkrad. Lass mich. Guck, das war der Grabscher gerade. Ja, du kriegst ja dann den Ärger, ne? So, und hinter uns der Sonnenuntergang gleich. Wunderschön. Wie lange wirst du noch in Berlin bleiben und was wirst du noch Schönes machen? Ich werde jetzt losfahren Richtung Schweiz und haben da noch ein paar Pressetermine. International mittlerweile, ja? Ja. Und dann im deutschsprachigen Raum. Ist nach dem Album und nach der Tour oder vor der Tour vielleicht noch Urlaub auch in Sicht? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt vor der Tour versuche ich noch ein, zwei Wochen irgendwo hinzufahren. Ich weiß noch nicht wo. Mal sehen. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg mit allem und vor allem natürlich mit dem Album. Dir gehören die abschließenden Worte zu dieser schönen Bootsfahrt und alles, was noch zu Land in Sicht loszuwerden ist. Ja, mein Album kommt am 20. September. Stimmt die Lady? Ja, Land in Sicht, Nate 57, 16 Bars, heute auf dem Boot in Berlin. Und gleich, wenn die Kamera aus ist, dann lasse ich dich vielleicht doch nochmal das Lenkrad berühren zumindest. Nein, natürlich nicht, war nur ein Spaß. Hab noch einen wunderschönen Tag, ganz viel Erfolg und Glück und Gesundheit. Dankeschön.